Die Journalistin Friederike Gerdink, unfreiwillig in ihrer holländischen Heimat. Abgeschoben aus der Türkei. Der dortigen Regierung war sie zu kritisch und unbequem. 3 Jahre lebte und arbeitete sie im kurdisch geprägten Südosten. Dort eskaliert gerade wieder der kurdisch-türkische Konflikt. Den muss sie jetzt aus der Ferne beobachten. Die Gewalt hat ein bisher nie gesehenes Ausmaß erreicht. Das heißt nicht, dass mehr Leute sterben als je zuvor. In den 90ern gab es noch mehr Todesopfer. Aber es ist eine andere Art von Gewalt. Inzwischen tobt sie auch in den Städten. Cizre, in der überwiegend von Kurden bewohnten Stadt, fand der vor 2 Monaten wieder entflammte Konflikt einen Höhepunkt. Die Stadt war tagelang abgesperrt, auch um Reporter fernzuhalten. Berichterstattung unerwünscht. Es wird immer schwerer, an die Geschichten ranzukommen. Die Regierung verhängt Ausgangssperren und erklärt viele ländliche Gebiete zu Sperrzonen. Die Menschen dort sind der Regierung ausgeliefert. Es gibt kaum ausländische Beobachter. Präsident Erdogan herrscht wie ein Autokrat, zensiert die Medien, setzt Journalisten unter Druck. Gerdings aktuelle Recherche? Sie begleitete Friedensaktivisten in den Kurdengebieten. Das war Grund genug, sie zu verhaften. Bei der Festnahme fragten sie mich, ob ich wüsste, dass ich im Sperrgebiet sei. Ich sagte, nein, sorry, das wusste ich nicht. Sie lachten mich aus. Dann beschuldigten sie die ganze Gruppe, mich eingeschlossen, einer Terrororganisation geholfen zu haben, weil sie in der Gegend Militäroperationen gegen die PKK ausführten und wir sie dabei behindert hätten. Deshalb sollten wir alle angeklagt werden. 3 Tage sitzt Gerdink in Haft, darf zum Schluss nicht einmal mehr ihre Anwälte sprechen, wird genötigt zu unterschreiben, dass sie das Land freiwillig verlässt. Sie wird abgeschoben. Sachen packen darf sie nicht. Ich bin mit dieser kleinen Tasche angekommen, musste meinen ganzen Hausstand in der Türkei lassen. Der Rucksack hier war praktisch leer. Ich hatte noch nicht mal eine Zahnbürste dabei, aber einer der Wärter im Gefängnis war so nett, mir Bürste und Zahnpasta zu besorgen. Gerdink ist die einzige westliche Journalistin, die im Südosten der Türkei lebt, mit von der Regierung anerkanntem Presseausweis. Sie berichtet aus der türkisch-kurdischen Metropole Diyarbakır für große niederländische und internationale Medien. Ihr Blog Kurdish Matters. Meinungsstark. Kritiker werfen ihr vor, eine persönliche Mission zu verfolgen. Es ist ja auch eine Mission und sie kommt von Herzen, aber mit journalistischem Anspruch. Wenn ich nicht für meine Geschichten brennen würde, könnte ich nicht so arbeiten, wie ich das tue. Es hat mich sogar zu einer besseren Journalistin gemacht, dass die Themen dort so heikel sind, weil ich mir immer genau überlege, wie ich am saubersten recherchiere. Anfang des Jahres wurde sie schon einmal angeklagt, aber wieder freigesprochen. Der herbeigezerrte Vorwurf? Propaganda für eine Terrororganisation. Auf Basis des umstrittenen Antiterrorparagraphen macht der Staat unzählige Journalisten mundtot. Die türkischen Gefängnisse sind voll mit kurdischen Journalisten und niemand im Ausland interessiert sich dafür. Deshalb versuche ich, meinen Fall zu nutzen, um Aufmerksamkeit auf ihre Fälle zu richten. Denn für mich ist es zwar auch ein Verlust, dass ich nicht mehr von dort berichten kann, aber für die Kurden geht es um Leben und Tod. Und je mehr Augen auf sie gerichtet sind, desto sicherer sind sie. Aber das verhindert die Regierung mit immer härterer Hand. Anfang September werden 2 britische Reporter von Vice News in Diyarbakır festgenommen und abgeschoben. Ihr Übersetzer ist noch in Haft. Die Zeitung Hürriyet, jüngst von AKP-Anhängern angegriffen und jetzt wegen Terrorpropaganda belangt. Razzia bei der Zeitschrift Nokta wegen dieses Bildes. Erdogan vor einem Sarg. Gerdink will sich nicht unterkriegen lassen. Ihre Anwälte klagen gegen die Abschiebung. Sie hofft, bald wieder zurück zu können, um weiter zu berichten.
So wie es aussieht, werde ich nun doch zu einer Kriegsreporterin. Und genau das wollte ich eigentlich nicht. In den letzten paar Wochen habe ich schon viel über Waffen gelernt. Fremdbeschuss, Angriff, das sind Dinge, mit denen ich mich bisher nicht auseinandersetzen musste. Als sie hier hinzog, begann ein Friedensprozess, den sie journalistisch begleiten wollte. Damit ist es vorbei.